Zurück in die Zukunft ist zurück in der Gegenwart. Ein Raptor peinigt Wüstenkörner und es gibt viele neue heiße Versionen von Sportwagen und Autos, die durch das Power-Update überhaupt erst sportlich werden. Das alles gibt's hier und jetzt in 7 knackigen Kapiteln bei Die 7. Auto Nummer 1. DeLorean Alpha 5. Die Zukunft hat lange auf sich warten lassen. Der DeLorean DMC 12 bekommt nach über 40 Jahren endlich einen Nachfolger. Den rein elektrischen Alpha 5. Was man beim DMC 12 vergebens gesucht hat, bekommt man nun beim Alpha 5. Sportlichkeit. In etwa 3 Sekunden soll sich die neue Zeitmaschine auf Tempo 100 begeben. Bei 250 km/h ist Schluss. Die Batterie mit einer Kapazität von 100 Kilowattstunden verspricht eine Reichweite von 300 Meilen, also 483 Kilometern. Mit technischen Daten weiß DeLorean zu geizen. Auch die bisherigen sind nur Schätzwerte. Optische Anlehnung findet die neue Zeitmaschine vor allem an der Katzentreppe und an den Flügeltüren. Im minimalistischen Innenraum finden nun 4 Personen Platz, einen Fluxkompensator leider nicht. Der von Italdesign Giugiaro entworfene Sportwagen soll 2024 in Produktion gehen. Als erstes kommt die Launch Edition auf den Markt, limitiert auf die magische Zeitreisezahl 88. Reservieren ist bereits möglich. Was die Preise angeht, die stecken noch in der Zeitschleuse. Auto Nummer 2. Ford Bronco Raptor. Ein Raubtier auf der Lauer. Naja, mit fast 2 Metern Höhe kann sich der Ford Bronco Raptor nicht ganz so gut verstecken, aber durch die Wildnis streifen. Das geht dank 94 cm maximaler Warttiefe. 424 PS und maximal 596 Newtonmeter Drehmoment bietet der doppelt aufgeladene 3-Liter V6. Die Power führt über ein 10-Gang-Automatikgetriebe in einen dreistufig verstellbaren Allradantrieb mit Untersetzung. Mit mindestens 33,3 cm Bodenfreiheit lässt der Wanderknabe 12,5 cm mehr Platz unter sich frei als sein ziviler Bruder. Von ihm übernimmt der 2,6 Tonnen schwere Bronco-Brocken die GOAT Offroad-Fahrhilfen mit 7 verschiedenen Modi. GOAT bedeutet in dem Fall Goes Over Any Type of Terrain. Neu hinzugekommen, halbaktive Dämpfer. Mit Sensoren und internen Bypässen können sie sich automatisch an die Gegebenheiten anpassen. Für eine bessere Offroad-Kompetenz ist der Breitbau-Bronco mit viel Technik aus dem Rallye-Sport bestückt. Durchaus denkbar, Highspeed-Etappen in der Wüste. Luftansaugung und Ladeluftkühlung sollen genau dafür ausgelegt sein. Die Besonderheit hinten, ein 36 cm langer Federweg. Preis für den Offroad-Räuber ab umgerechnet etwa 65.500 Euro ohne Überführungskosten und steuerliche Abgaben. Nach Deutschland schafft es das Raubein zunächst nicht. Auto Nummer 3. Bentley Continental GTS und GTCS. S macht einen Unterschied. Bentley bleibt seiner sportlichen Note gewogen und präsentiert die S-Versionen des Continental GT und GTC. Die zweitürigen Briten setzen sich vor allem optisch von ihren Brüdern ab. Neben zahlreichen Emblemen an der Karosserie und im Innenraum kennzeichnen die S-Versionen schwarze Akzente, dunkel eingefasste Scheinwerfer und Heckleuchten, schwarze Felgen und Seitenschwellerverbreiterungen möchten die Sportlichkeit betonen. Eine Sportabgasanlage ist Serie. Erhältlich ist die S-Version nur für die Continental-Modelle mit V8 Biturbomotor. Das 4-Liter-Aggregat bleibt bei seinen 550 PS und 770 Newtonmetern allerdings unverändert. Noch nicht bekannt gegeben hat Bentley die Preise für den GTS und den GTCS. Auto Nummer 4. Toyota GR Corolla. Frischfleisch für die Hot Hatch Gang. Der Toyota GR Corolla übernimmt aus dem kleinen Bruder GR Yaris den 3-Zylinder-Turbobenziner mit Ladeluftkühlung, allerdings mit Zusatzpower. Der Hot Hatch brüstet sich mit 304 PS und 370 Newtonmeter Drehmoment. Das Leistungsplus soll hauptsächlich der Auspuff bescheren. Die Kraft wird per 6-Gang-Handschaltung auf alle 4 Räder übertragen. Das Verhältnis ist justierbar, entweder zugunsten der Vorderräder, hecklastig oder gleichmäßig. Ein klassischer Handbremshebel steht bei Bedarf für Drifts bereit. Vorerst bleibt uns der Gazoo Racing Corolla in Europa vorenthalten. Weitere Leistungsdaten und Preise gibt es bisher nicht. Auto Nummer 5. Maserati MC20 Cielo. Open Air mit Dreizack. Nicht Roadster, nicht Spider, nicht Cabrio. Die offene Variante des Maserati MC20 hört auf den Namen Cielo. Das Hardtop besteht zum größten Teil aus einem speziellen Glas, das sich per Knopfdruck verdunkeln lässt. Die Eckdaten lauten wie beim Coupé. 2,9 Liter Biturbo V6 mit 630 PS, 320 km/h Spitze, 0 auf 100 km/h in weniger als 3 Sekunden. Lediglich das Gewicht steigt um 65 auf 1540 Kilogramm. Preise stehen noch nicht fest, jedoch dürfen sie deutlich oberhalb der 210.000 Euro liegen, die für das Coupé zu bezahlen sind. Auto Nummer 6.
Audi RS4 und RS5 Competition-Pakete. Nachgepfeffert, Audi schärft seine Mittelklasse-Sportler RS4 Avant und RS5 nach. Dazu legen die Ingolstädter ein Competition und ein Competition Plus-Paket auf. Beide haben gemein, dass die Modelle 290 km/h schnell rennen. Außerdem verbessert sich der 0-100-Sprint beim RS4 Avant auf 3,9 und beim RS5 auf 3,8 Sekunden. Grund dafür ist eine neue Getriebesoftware. Wer das Plus-Paket bucht, bekommt darüber hinaus ein deutlich sportlicheres Fahrwerk. Zahlreiche dunkle Akzente runden die Pakete optisch ab. Kostenpunkt rund 8.000 Euro für das Competition und 12.000 Euro für das Plus-Paket. Auto Nummer 7. Abarth 695 Tributo 131 Rallye. Limitierte Rennkugel. Nur 695 Stück sollen vom Abarth 695 Tributo 131 Rallye gebaut werden. Die 180 PS starke Sonderedition entsteht zu Ehren des legendären Abarth 131 Rallye, mit dem Walter Röhrl Fahrerweltmeister wurde. Unter der Haube des Hommage-Modells ein Reihen-Vierzylinder. Die maximal 250 Newtonmeter schicken die Murmel optional über ein manuelles oder automatisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe an die Vorderachse. Damit rollt sie in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 und weiter auf 225 km/h. Eine Brembo 4-Kolben-Bremsanlage mit belüfteten Bremsscheiben fängt die Rennsemmel wieder ein. An der Hinter- und der Vorderachse optimiert ein Koni Sportfahrwerk die Straßenlage. Bei kurvenreichen Fahrten sorgen Sabelt Rennsportschalensitze für ausreichend Halt. Kleines Extra, der verstellbare Heckspoiler. 12 Positionen von 0 bis 60 Grad sind möglich. Das Versprechen? Bis zu 42 Kilogramm mehr Abtrieb bei Tempo 200. Den kraftvollen Sound generiert der Italiener über eine Record Monza Savro Posto Sportauspuffanlage. Zu haben ist der Abarth 695 Tributo 131 Rallye ab 34.990 Euro. Das waren 7 neue Sportwagen für einen spaßigen Kick ins Kreuz bei D7. Was haltet ihr von den jungen Wilden? Habt ihr einen Favoriten? Wir freuen uns auf den Meinungsaustausch in den Kommentaren. Wenn ihr weitere Clips von D7 und Automotor und Sport sehen wollt und euch das Video gefällt, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Die Klasse Grimise hier in Düsseldorf, quasi unsere Homebase für viele YouTube-Videos, ist ein einziges Garagengold. Hier stehen Automobile, Goldstücke en masse. Und es gibt halt wahnsinnig viele Fans dieser historischen Autos. Und genau für diese Fans haben wir jetzt auf YouTube eine Anlaufstation, Garagengold. Da haben wir die schönsten Geschichten zu historischen Autos, die interessantesten Geschichten. Ich bin auch noch mit dabei und ich kann nur eins sagen, unbedingt angucken, denn das wird gut.